Wir besuchen zahlreiche Veranstaltungen vor und nach den Konzerten und werden mit den vermögendsten und gebildetsten Leuten dieses Landes verkehren. Ich habe den Eindruck, Ihre Ausdrucksweise, so charmant sie in New York auch sein mag, könnte etwas Schliff vertragen. Wie Ausdrucksweise? Also in welchem Sinn jetzt? In dem Sinn, in dem der Begriff verwendet wird. Okay. Ihre Aussprache, Ihr Ton, Ihre Wortwahl. Ich habe genug Probleme. Soll ich mich drum scheren, was andere davon halten, wie ich rede? Es gibt da einfache Techniken, die sehr effektiv sind. Ich kann Ihnen helfen. Nabla, warum gehen Sie mir so auf den Sack? Weil Sie es besser könnten, Mr. Vallelonga. Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Wenn ihr euch wundert, warum Ted und Luke, die übrigens dabei sind jetzt, Servus. Lachen. Hallo ihr zwei. Keine Ahnung, es hat irgendwie gerade mich getroffen, dass ich jetzt gerade die Anmoderation machen muss. Ja, sehr ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich, habt ihr noch nie gehört. Wir sind hier jetzt zumindest in dem ersten Review, um euch ein Review zu geben, logischerweise, von Green Book, dem Film, der übernächste Woche, glaube ich, rauskommt. Unter der Regie von Peter Farrelly, der eher für Komödien bekannt war, ist bisher für sowas wie Dumb and Dumber, Three Stooges und so weiter. Und es spielen mit Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini und viele mehr. Und der Film handelt von einem Italo-Amerikaner, der der Fahrer / Bouncer für einen schwarzen Musiker wird, angeheuert wird, der ein Konzertpianist, der eine Konzerttour durch den Deep South in den 1960ern in Amerika machen will. Und das bringt einige Probleme mit sich, weil Racism. Ja, because racism, man. Ja, wir haben den Film alle schon vor einer Weile gesehen, ne? Ja. In den Sneaks der jeweiligen. Nee, ich habe ihn nicht in der Sneak gesehen, im Limited Release. Stimmt. Oder was das war. Da lief eine Special-Vorführung oder so, wo wir ihn gesehen haben. Ach so. Warum bei mir war es ein Sneak auf jeden Fall. War sehr random und wir werden auch mit Presseeinladungen dafür immer zugespammt. Also die wollen, dass man den Film sieht. Kann ich auch verstehen. Ja, und der ist auch ziemlich gut. Also. Genau. Green Book. Der Name übrigens, weil das habe ich mich gefragt, bis ich ihn gesehen habe, für die sich fragen, der heißt Green Book, weil dem Fahrer, gespielt von Viggo Mortensen, am Anfang, also bevor er auf die Fahrt geht, ein grünes Buch überreicht wird, das es damals in den 60ern gab für Afroamerikaner, die durch Amerika, also oder vor allem durch den Süden reisen wollten, wo quasi aufgeführt wurde, in welchen Hotels sie legal übernachten dürfen und wo sie was zu essen kriegen können, weil... Because racism. Because ja. Racism. Because Jim Crow, to be exact. Genau, Jim Crow Law. Genau, und auf diesem Buch basiert dieser Filmname und der Film selber basiert auf einer wahren Geschichte. Wie viel da von der wahren Geschichte im Film gelandet ist, ist fraglich, aber... Ja, der Film ist inspired by... Die Leute gab es wirklich. Mhm. Ja. So, random Frage zuerst mal. Hat jemand von euch The Sopranos gesehen? Ich habe dir davon erzählt, Joe. Hast du mir davon erzählt? Ich habe dir davon erzählt. Aber ich habe es vor ein paar Tagen nochmal in einem Podcast gehört und habe mir gedacht, das müsste ich eigentlich anbringen. Okay, ich habe die Sopranos nicht gesehen, aber der Hauptcharakter in diesem Film, also der von Viggo Mortensen dargestellt wird, nämlich Tony Lip, war im echten Leben also Bouncer und dann auch der Fahrer von Don Shirley und wurde später Schauspieler. Und zwar unter anderem bei den Sopranos. Mm, okay. Und in Haufen Mafia-Filmen und so weiter. Also den hat man schon mal gesehen. Ja, war ein Extra bei der Pate, glaube ich, bei der Pate 2 oder sowas. Und ich glaube auch Goodfellas und was weiß ich was. Ja. Nee, es war Goodfellas, war nicht der Pate, genau. Auf jeden Fall, ja. Und also genau, gerade wo ihr gesagt habt, inspiriert von einer echten Geschichte. Die Familie von Don Shirley hat vehement Einspruch eingelegt, dass die Beziehung zwischen den beiden nicht so wäre, sondern dass es halt einfach so, okay, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnis. Und klar, er ist ein Fahrer von ihm, aber der diktiert ihm jetzt keine Liebesbriefe oder so. Ja, genau.
Und ja, also dass es sehr übertrieben ist und sehr halt, ja. Sehr dramatisiert. Yes. Ja, ja. Yo, Ted, wie fandest du den Film? Mir hat er super gefallen. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Und vor allem halt, weil ich die Chemistry zwischen Mortensen und Ali super fand. Ja, also vor allem die beiden. Ich fand die Performance super und ich fand die Chemie zwischen denen super. Und vor allem habe ich nicht erwartet, dass der, was heißt erwartet? Also ich war in der Sneak und wusste fast nichts vom Film. Aber als ich halt in den Film reingekommen bin, nach den ersten paar Minuten oder bis zum Ende vom Film, ich hätte nicht erwartet, dass er auch sehr witzig ist eigentlich. Und dass der Humor mich auch sehr getroffen hat. Die Emotionen haben gepasst, Humor hat gepasst, Charaktere haben gepasst und dann war es halt einfach nur ein sehr... Das war für mich dann zum Ende hin ein Feel-Good-Movie, wo ich mich sehr gut gefühlt habe. Der auch so ein richtig kitschiges eigentlich, aber sehr süßes Ende hat, was mir super gefallen hat auch. Das ist einer der wenigen Filme, den ich in letzter Zeit gesehen habe, wo ich eine hundertprozentige Empfehlung gebe, den anzuschauen. Okay. Vor allem auch eine kleine Anekdote nur. Das war... Mit der erfolgreichste Sneak-Film, den wir je hatten bei uns im Kino. Echt? Ja. Krass. Von der Publikumsbewertung her jetzt, Von der oder? Publikumsbewertung, ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Der wurde bei uns leider nicht in der Sneak gezeigt bisher. Ich hatte ja erwartet, dass er diese Woche gezeigt wird, aber dann war es doch The Mule und ja. Genau, du wolltest mich fragen vermutlich, was ich von dem Film halte, Joe. Das hatte ich vor. Du weißt es doch, du saßt neben mir. Nee, ich weiß es doch. Ja, aber erzähl's den lieben Zuhörern doch ich noch. Ich mochte den Film sehr und dadurch, dass er erst in diesem Jahr rauskommt, habe ich ihn nicht auf meine Top 5 gesetzt am Ende des Jahres. Warte mal, doch, wir haben ihn noch im letzten Jahr gesehen, ne? Ja, wir haben ihn noch im letzten Jahr aber gesehen. Aber wir haben es ja lang vorher aufgenommen. Ja, wir haben es lang vorher aufgenommen. Also wäre im letzten Jahr rausgekommen, ihr hättet ihn auf der Top 5 auf jeden Fall gehabt. Und je nachdem, wie es jetzt 2019 aussieht, machen wir ja vielleicht eine Top 10. Da kommt der bisher in jedem Fall rein. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass so viel Gutes dieses Jahr rauskommt, weil es mir super gefallen hat. Es gab viele Lachmomente, bei denen ich ehrlich lachen konnte, wo ich nicht denke, so, ihr Normies lacht jetzt über diesen Scheiß hier, sondern das war einfach so. Ja, ich meine, ich höre mich gerade schon wieder snobistischer an, als ich eigentlich bin, aber manchmal denke ich wirklich so, The fucking Normies, man. Ja, ohne Scheiß, ihr Penner. Furchtbar. Natürlich keiner unserer Zuhörer, aber... Nein. Geh doch einfach nach Hause und guck dir Rosamunde Pilcher an, du Wichser. Ich übertreibe. Aber es war wirklich ein Film, ich schweife ab. Es war wirklich ein Film, wo ich ernsthaft lachen konnte, wo ich ernsthaft dachte, oh Mensch, ja. Und ich habe viele kritische Stimmen über die Darstellung von Viggo Mortensen gehört. Aber ich glaube halt, der Typ war wirklich so. wenn man sich halt dann irgendwie vor Augen führt, wie die italienische Community, italienisch-amerikanische Community war das ja schon basierend auf bestimmten Traits und klar, der vereinigt wirklich alle, also er isst wahnsinnig viel, hat eine riesige Familie und die essen ziemlich viel und dann hat er noch irgendwie eine wunderschöne Frau und Kinder, die ihn lieben, die er aber ständig irgendwie allein lässt, weil er Bouncer in einem Nachtclub ist und das ist alles so klischeehaft, aber irgendwie so ernsthaft von Viggo Mortensen dargestellt und auch wenn es so viele Klischees bedient, ist es niemals irgendwie völlig ins Komische oder ins Lächerliche gezogen, weil er es halt ernst nimmt und sich nicht darüber lustig macht. Man merkt schon die Comedy-Roots vom Regisseur. Also ja. So verrückt nach Mary ist mir gerade, hast du vorhin nicht gesagt, aber das wäre ja, auch. Da gibt es viele Parallelen für mich so im Humor zu Green Book. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich hatte so den Eindruck. Ich meine, es macht Sinn, wenn es derselbe Regisseur ist oder halt einer von den Regisseuren. Ja, also mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich fand den Film unfassbar charmant. Und das kommt komplett rein aus der Beziehung zwischen Viggo Mortensen und Mahershala Ali, die einfach, so wie es zumindest im Film rüberkommt, sehr viel Spaß mit den Rollen haben und viel Spaß zusammen haben und die Beziehung zwischen den beiden ist halt einfach geil. Und das, ich meine, ich habe mich während dem Film die ganze Zeit gefragt, Viggo Mortensen kommt mir sehr extrem klischeeüberladen vor von seiner Performance und wie der Charakter geschrieben ist. Ja. Aber es ist irgendwie charmant, ich lasse mich mal drauf ein, so, ne? Ja, und ja. Das funktioniert dann auch irgendwie. Ich finde, Viggo Mortensen hat sehr viel Spaß gemacht in der Rolle.
ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann hat es sehr viel Spaß gemacht. Und Mahershala Ali, so rum, war gewohnt sehr gut, fand ich. Gewohnt sehr gut, ist gut ausgedrückt bei ihm. Ja, ist einfach eben, ein super Schauspieler. Und er wählt halt einfach sehr interessante Projekte. Und die beiden, also. Und Vigo auch, ja. Ja, auch, total, absolut. Und die beiden zusammen im Auto, das hätte ich mir stundenlang anschauen können, ne? Mhm. Das ist was den Film super macht. Ich habe ähnliche Kritiken tatsächlich an diesem Film wie an Forrest Gump, zu dem wir eine Top 250 gerade aufgenommen haben, die dann nächste oder übernächste Woche rauskommt. Mhm. Ich finde, Green Book ist ähnlich wie Forrest Gump so ein Feel-Good-Film. Durch und durch, hat zu den Themen, die er behandelt, nicht wirklich was Neues beizutragen, sondern handelt sie halt so, frühstückt auch so bei also ich meine, das große Überthema dieses Films ist Rassismus und da frühstückt der Film halt auch so ein bisschen einfach so die Klischee-Szenarien ab, ohne jetzt irgendwie mehr draus zu machen, als schon bekannt ist, was ich so ein bisschen schade fand, weil da wäre, finde ich, mehr drin gewesen und ich hat so das Gefühl, der Film gibt sich so ein bisschen damit zufrieden, halt eine inspirierende oder Feel-Good-Story zu erzählen am Ende und dann nicht mehr so viel mehr zu dem Thema beizutragen. Und will das offensichtlich auch nicht und das ist dann auch okay, weil ich finde, der Film ist halt doch ein durch und durch funktionierender Feel-Good-Film. Also das hat genau die Wirkung bei mir, glaube ich, hinterlassen, die der Film erzeugen wollte. Bin sehr zufrieden aus dem Kino gegangen, aber ich verstehe die Kritik daran, dass es halt irgendwie so dann auch so ein bisschen shallow wirken kann, ne? Ja. In seiner Herangehensweise an die Thematik. Ja, verstehe. Ja, kann ich verstehen. Ja. Vor allem halt die Charakterentwicklung von Lip, der halt so anfangs Rassist ist und dann ist er halt plötzlich kein Rassist mehr. Ja, und halt so, also gerade diese Anfangsszene ist ja sehr, also sehr on the nose, ne? Ja, also, ja. Total. Oh, ja. Also das ist ja schon. Wo er die Gläser wegwirft. Ja, wo er die Gläser wegwirft, die aus denen zwei schwarze Handwerker getrunken haben. Da habe ich Gläser weg. Ich meine, mich zu erinnern, dass du neben mir so zusammengezuckt bist, also einfach gekriegt. Ja, genau, da habe ich mir gedacht, wird der Rest des Films auch so Klischee überladen und mit dem Vorschlaghammer in die Fresse, was er behandeln will. Mm. Und ja, ist der Film irgendwie, aber nicht mehr komplett so sehr. Aber nicht mehr so schlimm, also keine Ahnung, das war schon, der Anfang war schon das Maximum, was der Film in die Richtung macht, aber ja, bis halt zum Ende hin, wo es dann von anderen Charakteren dann halt aussieht. Ja, und ich meine, dahingehend, das ist okay. Ich hatte Spaß mit dem Film und das hat es dann wieder wettgemacht und gerade die Comedy in dem Film fand ich halt, hatte richtig gut funktioniert und die halt auch aus den Charakteren kommt. Mich würde interessieren, eure Meinung zu ein paar, zu Kritik, die ich an diesem Film gehört habe, weil dieser Film wurde ja ganze Zeit lang als der Oscar-Kandidat schlechthin gehandelt, wird auch immer noch. Aber es gibt eine sehr, sehr große Menge an Leuten, die den Film sehr, sehr stark dafür kritisiert, dass er angeblich dieses White Savior-Syndrom halt bedient und dass der Film angeblich sehr problematisch ist, weil er quasi einen weißen Charakter zeigt, der einem schwarzen Charakter beibringen muss, wie es ist, schwarz zu sein. Ne, dem seine eigene Kultur beibringt. Mich würde interessieren, wie ihr dazu steht. Weil es ist eine Kritik, die ich viel gehört habe. Okay. Willst du anfangen, Luke, oder ich? Ja, ich würde gerne anfangen. Okay. Der erste Punkt finde ich, ich glaube nicht, dass es ein Helfer-Syndrom oder ein dass Viggo Mortensen komplett in der Helferrolle ist, weil die sich gegenseitig helfen in ihren Problemen. Klar, hat er mehr Szenen, in denen er quasi eben Don Shirley aus der Scheiße hilft irgendwie. Und er haut ihn raus und da haut er ihn wieder raus und da haut er ihn wieder raus. Aber auf der anderen Seite ist er ja auch derjenige, der in seinen Beziehungen davon profitiert, mit jemandem in Kontakt zu sein, der halt nicht seiner Bildungsklasse entspricht. Und ich finde, das ist so wie bei Ziemlich Beste Freunde, was vielleicht ein guter Vergleich ist, bei dem eine ähnliche Power-Dynamik herrscht. Ziemlich und, guter Vergleich. Und aus der Perspektive dieser Zeit ist und vor allem halt in der Region, in die sie aktiv fahren, ist es ja tatsächlich so, dass er so in Anführungsstrichen der Helfer ist, derjenige, der ihn da durchbringen muss, weil allein würde er niemals da durchkommen. Allein würde er in der ersten Stadt irgendwie inhaftiert werden.
Und in dem Moment, in dem Viggo Mortensen selber Scheiße baut, nämlich, also darf ich das sagen, was er macht? Okay, ich sag mal einfach. Lieber nicht. Er baut selber Scheiße und dann gibt's halt einen Moment, in dem Don Shirley ihm wieder raushilft. Also es ist niemals ein reines, er ist derjenige, der hier nur hilft und nur hilft. Und zum anderen Punkt, der Punkt wird in dem Film adressiert. Ja, finde ich auch. Der Punkt wird in dem Film adressiert und es gibt ein Streitgespräch und ich finde das Streitgespräch gut aufgelöst. Ja. Also das ist das, was ich zum zweiten Punkt zu sagen habe. Ja, also im Prinzip hat der Luke die Punkte gesagt, die ich auch gebracht hätte. Also ich sehe den White Savior Komplex sehe ich nicht, weil eben so wie ihn Viggo hilft, genauso reitet ihn in die Scheiße. Und halt auch der Punkt, dass es halt im Kontext ist. Also so wie du gesagt hast, dass es halt 60er Deep South ist. Also es macht keinen Sinn, so zu tun, als ob er da ganz ohne Hilfe auskommen würde. Mhm. Es ist halt 60er fucking Alabama und Mississippi und sonst was. Und wenn du da nicht irgendjemanden hast, der bei dir zur Seite steht und dann halt nicht mit denselben Problemen zu tun hat, dann ist es absolut notwendig für jemanden, der halt noch mal eine größere Distanz hat, weil dazu kommt ja auch noch, und das ist dann zum zweiten Punkt mit dem ihn im Anführungsstrichen seine Kultur beibringen. Im Prinzip ist es, was ist das, Fried Chicken und schwarze Sänger, das sind zwei Punkte, ja, genau, die erwähnt werden, aber an meinen Stellen war das für mich eher eine Klassensache und keine Race-Sache. Es war die Klasse von, dass der erstmal quasi eine Charakterentwicklung, der Punkt, dass der Shirling in seinem momentanen Bereich, in seinem momentanen Leben an dem Punkt angelangt ist, dass er so gut es geht Klischees vermeiden wollte und sich dadurch von den allgemeinen Sachen also absolut weggehalten hat. Quasi, das wird ja angesprochen. Das ist ja der Punkt dieser ganzen Szenen, dass er genau aus diesen Gründen das nicht macht und dass er auch es ist ja noch im Trailer, ja, you have a very, very narrow assessment of me. Like, es wird angesprochen, dass das eine rassistische Weise ist, dass er ihn anschaut, so. Ja, genau, und das war eben auch mein, was ich mir dann gedacht habe, weil die Kritik habe ich nicht so wirklich verstanden, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist ja genau. Haben die den Film gesehen? Das ist ja genau, worum es geht, dass eben Tony Lip denkt, ein Schwarzer müsste diese Musik hören, müsste Fried Chicken mögen, bla bla bla. Und dass das ja auch sein rassistisches Vorurteil ist. Mal davon abgesehen, dass Tony Lip ja genau diese Musik hört und mag. Ich meine, das ist ja auch noch mit dabei, dass er als weißer Italo-Amerikaner komplett in dieser Musik ist, weil sie halt vollkommen über Hautfarbe hinausgeht, weil die nichts damit zu tun hat. Ja, und das halt auch so, dass er halt glaubt, dadurch, dass er so mehr from the streets ist, so würde er die Kultur besser verstehen oder halt, keine Ahnung, besser verstehen, wie es ist, schwarz zu sein. Und dass er lernt, dass, keine Ahnung, die Hautfarbe hat nichts darüber auszusagen, keine Ahnung, kulturell, wie man sich gibt oder wo man sich hingehörig fühlt. Und was ja ein zentraler Konflikt ist, ist der Identitätskonflikt, den Don Shirley hat, dass er sich nirgendwo zugehörig fühlt, weil er halt anders ist. So, ne? Dass er sagt, er ist nicht schwarz genug, er ist nicht weiß genug, er ist, was ist er so? Was ist er dann? Und das ist der zentrale Konflikt. Deswegen, das fand ich so ein bisschen ein lächerlichen Backlash, den der Film kriegt. Es ist halt so ein oberflächliches Backlash. Ja, ich kann verstehen, dass man sich dazu manipuliert, dass man sich selbst dazu manipulieren kann, das zu denken, wenn man den Film gesehen hat, weil man sagt, ah ja, aber am Ende mochte er ja Jazzmusik und am Ende mochte er ja Fried Chicken. Aber das hängt ja nicht damit zusammen, dass er ein schwarzer Mann ist, der plötzlich Fried Chicken mag, sondern es hängt damit zusammen, dass er ein Mensch ist, der plötzlich halt merkt, oh, vielleicht mag ich Fried Chicken oder hey, vielleicht mag ich Jazz. Also diese Art, das dann zu sehen, so, ja, dann hat er sich ja laut dem Film doch als in Anführungsstrichen klischeehafter Schwarzer herausgestellt. Das ist, finde ich, rassistischer als alles, was der Film irgendwie darstellt. Ich meine, genau das ist ja ein fucking Dave Chappelle-Bit, wo er sagt, ich wusste gar nicht, dass ich einfach nur Fried Chicken mag, weil es delicious ist. Anscheinend mag ich es, weil es irgendwie in meine DNA eingebaut ist oder so. Ich erinnere mich, das hatte ich gar nicht mehr. Ja. Also das hirnrissig, die Kritik. Ja. Ich weiß halt nicht, ob der Regisseur ist er Afroamerikaner oder nicht? Nee, er weiß. Und das war auch ein Grund, ne? So, ja, natürlich, das ist die Sache. Will man überhaupt. Aber ich meine, die Produzentin ist Octavia Spencer, die den Film produziert hat. Also, naja. Ja, und sie ist halt super. Ich fand das alles so ein bisschen lächerlich. Und ich denke, man hat mir halt, also es gibt Dinge, die man dem Film, finde ich, vorwerfen kann. Und das, ich finde, man kann den Film
Man kann sagen, der Film gefällt mir nicht, weil er etwas oberflächlich ist und cheesy und halt klischeehaft Feel-Good-Story. Das finde ich, kann man dem Film voll vorwerfen. Deswegen, ich würde da niemandem widersprechen, wenn er jetzt sagt, der Film gefällt mir genau deswegen nicht. Aber für mich hat's in großen Teilen wirklich gut funktioniert, deswegen, ich fand den Film sehr schön. Ja, für mich auch. Ich fand ihn halt einen schönen Film und ihr werdet sehen beim kommenden Forrest Gump Review, dass ich dann sehr widersprüchlich hier rede mit dem Vergleich zum anderen Film. Also, keine Ahnung, weil manchmal ist halt einfach nur das gewisse Etwas da. Und es hat fehlt halt bei einem Film, das fehlt halt und ist halt vorhanden beim anderen Film. Und dann, ich habe es halt gemerkt am Ende von diesem Film. Also ich fand ihn super und mich hat es am Ende dann auch nicht so gestört. Also ich habe es wahrgenommen, aber mich hat es nicht so gestört, dass er nicht wirklich was Neues zu sagen hat oder was tief in die Thematik eingeht. Ich finde, es darf beides geben. Es darf die breezy Feel-Good-Filme geben und es darf die harten Dramen geben. Und es gibt ja beides und das ist doch schön. Ja, genau. Dem Assessment schließe ich mich an. Ich glaube, ich habe nichts Neues mehr, also nichts anderes mehr zu sagen. Wisst ihr, schaut euch den Film an, wenn er dann rauskommt, nächste oder übernächste Woche, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ja, wird spannend, jetzt, wenn dieses Review rauskommt, zwei Tage, also am Dienstag, kommen die Oscar-Nominierungen raus. Oh, okay. Ja. Dann werden wir ja sehen, ob der Film nach wie vor Frontrunner ist. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Review. Wir hören uns ja gleich wieder und viel Spaß noch und so. Jo. Ciao. Tschüss. So, und da sind wir auch schon wieder mit der nächsten Review, nämlich Glass von M. Night Shyamalan. Ich habe den Joe Glass. Dabei. Glass. Hallo. Ja. Ich habe gerade den deutschen Titel gesagt. Auf Englisch heißt er Glass. Und, muss ihm eine Intonation geben, ein Glass. Glass oder es war die britische Version. Genau, britisch wäre es dann ja wieder Glass. Glass, ja, ich bin einfach zu britisch geprägt. Ja. Wir haben James McAvoy, der ganz, 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 ganz viele Rollen spielt in einer Person, halt so wie in Split. Wurde sehr gelacht im Abspann übrigens, wo alle Rollennamen und dann... Bei mir auch, als ob das so... Ja. Bruce Willis als David Dunn, den Unbreakable Man. Samuel L. Jackson als Mr. Glass, Elijah Price, Anya Taylor-Joy, die überlebt in Split, Sarah Paulson als die neue Psychologin, Spencer Treat Clark als den Sohn vom Unbreakable Man und Charlaine Woodard als die Mutter von Samuel L. Jackson, die irgendwie gar nicht so viel älter aussieht als er. Und und M. Night Shyamalan als zwei Cameos mal wieder. Zwei? Ja, laut IMDb ist er Security Guard. Ah, nee, ach, es ist seine Occupation, vergiss es. Es ist ein. Ah, okay. Dieses eine, wo er ist halt Security Guard. Ja, als ich habe das Komma falsch verstanden, ich dachte. Ja. Okay, es ist der dritte Teil der Unbreakable-Trilogie. Ja. Möchtest du was dazu sagen, Luke? Ich wusste bis gestern nicht, dass es eine Trilogie ist. Ich habe weder Unbreakable noch Split gesehen. Aber hey, ich glaube, ich hätte den Film nicht arg viel besser gefunden, wenn ich es getan hätte. Ich fand ihn nämlich ziemlich scheiße. Aber sag du doch mal was. Ja. Du hast die zwei wahrscheinlich gesehen. Ich wusste, dass es Teil von der Trilogie ist. Ja, weil ich habe damals, als Split rauskam, hatte ich Unbreakable noch nicht gesehen. Vor 3 Jahren. Und damals. Und ich da war halt, also ich meine, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich dann nicht mitbekriegt, sonst wüsstest du es wahrscheinlich. Als Split rauskam, war so ein riesen Hype um den Twist am Ende von Split, wo quasi in der Post-Credit-Scene Bruce Willis vorkommt. Ah ja, das und halt. Niemand wusste vorher, dass quasi das ein Sequel zu Unbreakable ist. Ja, im selben Universum spielt. Ne? Und das war dann so, oh mein Gott. 16 Jahre später. Internet exploded. Ja. Und so weiter. Deswegen unweigerlich habe ich dann mitgekriegt, ah ja, okay, das ist der Typ aus Unbreakable. Und dann habe ich mir Unbreakable noch angeschaut vor ein, zwei Jahren oder so, kurz nach Split. Und war dann sehr gespannt auf Glass, weil Split fand ich total geil und Unbreakable fand ich auch ganz gut. Mhm. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Und ja, Glass ist halt der schwächste Teil der Trilogie mit ganz gutem Abstand. Definitiv. Abspann ist auch lustig. Aber kann ich 100% bestätigen. Ja, es ist, also ich habe das Gefühl, das wird so ein Film sein, der die Leute sehr spalten wird.
So wie Split. Splitten wird. Weil ich glaube, der Film, der trifft so viele Entscheidungen und hat beinhaltet so viele Elemente, die, glaube ich, entweder sie funktionieren total gut für dich oder sie funktionieren so gar nicht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dazwischen wird es nicht viel geben. Und für mich hat halt ein Großteil hier so gar nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. mal vielleicht angefangen, also Unbreakable. Ne? In Unbreakable ist schon, also die zentralen zwei Figuren jetzt hier in Glass sind Mr. Glass und David Dunn, die ja auch in Unbreakable die Protagonist und Antagonist sind. Mhm. Und dieser Comic-Aspekt war auch in Unbreakable schon total drin. Okay. Ne, dass Mr. Glass die ganze Zeit von Comic-Büchern redet und dass es Mythologie ist und bla. Mhm. Und das hat mir schon in Unbreakable nicht so wirklich gut gefallen. Ja. Da fand ich, war es noch okay, weil da war es nicht so extrem wie jetzt hier in Glass. Und unter dem historischen Gesichtspunkt, ich meine, ich habe Unbreakable zwar viel später gesehen, aber damals gab es noch keine wirklichen Comic-Filme, ne? Kaum. Ja. Also The Batman and Robin, so war das letzte. Da war das noch, ja, da hat sich das auch noch wahrscheinlich anders angefühlt. Ich hatte ein Riesenproblem mit diesem ganzen Comics-Gelaber. Ja, ich auch. Und wie fucking selbstwichtig und also quasi M. Night Shyamalan da sich selbst und die Comic und Comics und so weiter nimmt und ist sich selber, eine Industrie, die sich selber feiert, so, ne? Ja, so total. Nach dem Motto hat sich das angefühlt, so. Und das fand ich so richtig cringy, immer wenn das angesprochen wurde. Und halt, der große Plot von Glass ist, dass halt über kurz oder lang James McAvoy, Bruce Willis und Samuel L. Jacksons Charaktere in einer Irrenanstalt landen. Und Samuel L. Jacksons Charakter, nachdem in Unbreakable war sein Arc quasi oder sein Ziel, dass er Bruce Willis klar macht, dass er ein Superheld ist. Ne? Okay. Weil Bruce Willis sich dessen nicht bewusst war. Ah. Genau, das ist der große Twist in Unbreakable, ist quasi, er ist ein Superheld. Spannend, okay. Und genau, das Unbreakable ist von dem her auch sehr interessant, weil es eine Origin-Story für einen Superheld, ohne dass es sich über einen Großteil wie eine Origin-Story anfühlt, sondern halt ein Typ, der einzige Überlebende von einem Zugunglück ist. Ja. Und und dann von einem Typ quasi gesagt bekommt, hey, hast du schon mal drüber nachgedacht, warum du nie krank wirst und warum du nie wirklich Verletzungen hast und so. Mhm. Und Bruce Willis war sich das nie bewusst und findet dann halt raus, dass er halt unbreakable ist. Tada. Ja, ja. Und das war schon ganz spannend. Und hier in diesem Film macht Mr. Glass seine Spielereien halt weiter, indem er jetzt versucht, quasi der Welt zu zeigen, dass es Superhelden wirklich gibt, ja. Indem er den epischen Showdown zwischen dem Held David Dunn und dem Antagonist The Horde, James McAvoy's Charakter, inszeniert. Das ist so das Große, ne? Das, was er machen will. Und dabei redet er halt kommentiert er quasi die Handlung des Films. Ja. Und erklärt uns, was das Äquivalent in einem Comic wäre. Mehrfach. Und ich wollte ihm die ganze Zeit eine reinhauen und mir gedacht habe, I get it. Ich habe es verstanden. Ja. Du liest gern Bilderbücher. Also ich mag Comics. Nichts gegen Comics, aber... Einer seiner letzten Sätze im Film war ja, it's an origin story, wo ich mir dachte, halt doch einfach's Maul. It's been an origin story all along. All along. Jesus Christ. Oh. Wie viele Twists hast du in dem Film gezählt? So, also für mich waren es drei, oder? Drei, vier, sowas, ja. Ich meine, es gibt zwei große im Prinzip. Ja. Also ein Twist, der dann durch den nächsten Twist negiert wird. Ja. Ja, und der zweite Twist hat für mich gar nicht funktioniert. Den ersten Twist fand ich interessant, der hat für mich auch nicht so wirklich funktioniert. Ja. Weil es halt auch so, keine Ahnung, also der ändert die Welt komplett. Völlig. Was ich prinzipiell spannend fand, aber die Umsetzung nicht besonders gut. Ja, weil es halt sofort wieder einfach nichts mehr bewirkt. So. Ja, genau. Und der zweite Twist, der war dann halt so, ja, okay. Man hätte den ersten Twist im zweiten Film bringen müssen, wenn man es kohärent hätte machen wollen. Und der dritte Film dreht sich dann komplett um das, was zentral ist im zweiten Twist. Ja, genau. So und, hätte und es was Gutes ergeben, vielleicht, wenn nicht M. Night Shyamalan. Ja, und ich meine, der zweite Twist war halt auch irgendwie so technisch irgendwie so ein bisschen fragwürdig, also nicht so ein bisschen lächerlich und... Sowieso. Und in dem, also der zweite Twist wird halt so als episch abgefeiert und als das große Ereignis und ich glaube halt in der Realität wäre es jetzt nicht so ein Ding. Ja.
Ja. Ja, das hatte ich so das Gefühl. Ja, ja. Der Film macht es gerade größer. Und Im Jahr 2000 wäre das vielleicht noch geil gewesen, aber heute. Ja, genau. Und heutzutage wirkt halt so, okay, ich glaube nicht, dass die Leute das so spannend finden, wie der Film gerade inszeniert, dass die Leute spannend finden. Also das hat für mich gar nicht funktioniert. Also ein großer Teil des Films spielt in dieser Irrenanstalt, ne? Mhm. Wo Sarah Paulsons Charakter eine Psychologin ist, die sich spezialisiert auf Leute, die glauben, sie wären Superhelden und quasi dann die behandeln soll mhm. und dem klar zu machen, dass das nur eine Einbildung ist und dass sie keine Superkräfte haben. Ja. Prinzipiell fand ich das einen interessanten Ansatz. Ja, wäre besser umgesetzt gewesen. Genau, der Film macht halt überhaupt nichts draus. Ja. Weil es ist halt nur ein Abschnitt in diesem viel zu langen Film, ja. der keinerlei Auswirkungen hat, ja. sich aber so anfühlt, als wollte der Film, also es fühlt sich so an, als wollte der Film, dass du glaubst, haben sie vielleicht keine Superkräfte? Mhm. Aber das führt er halt, aber dadurch, dass es halt nur ein Abschnitt des Films ist, führt es halt nirgendwo hin. Es war viel zu kurz, der Abschnitt war viel zu kurz, der Zeitrahmen, den sie sich selber vorgibt, ist viel zu kurz, als dass man es überhaupt keinen Sinn. Ja, Ihre Behandlungsmethode macht überhaupt keinen Sinn, weil sie ihnen die ganze Zeit einfach nur sagt, ja, denk doch mal drüber nach. Ja, genau. Wenn man nur ein marginales Grundverständnis von Psychologie hat, ist es absolut sinnlos, was der erzählt. Und man glaubt in keiner Sekunde, dass sie Psychologin ist. Irgendwie. Ja, genau. Das und dann war es halt auch, ist ein großes Problem halt, dass wir zwei Filme schon haben, in denen wir zwei von diesen Charakteren dabei zuschauen, wie sie Superhelden sind oder wie sie Superkräfte haben, die definitiv nicht anders erklärbar sind. Und dann streut sie auch noch Zweifel bei so nichtigen, also ich meine, ich habe die anderen zwei Filme ja nicht gesehen, aber für mich sah das einfach aus wie so nichtige kleine Details, nachdem ich ja schon gesehen habe, was sie in diesem Film machen. So, da brauche ich die anderen zwei nicht sehen. Da weiß ich schon, dass es einfach nur Bullshit ist, was sie erzählt. Also das war halt so. Das hat sich dann so ganz unnötig angefühlt, weil ich mir gedacht habe, du hast mir in zwei Filmen schon gezeigt, dass sie Superkräfte haben. Ich kaufe dir nicht ab, dass du jetzt den Twist machst, dass sie keine haben. Also verschwende ich hier eigentlich gerade eine Stunde meiner Zeit oder der Film, der eh schon viel zu lang ist. They were crazy all along. Es hätte zu ihm gepasst, wenn sie plötzlich einfach alle verrückt gewesen wären und die anderen zwei Filme einfach nicht passieren oder alles ist nur im Kopf von, weißt du. Hätte ich aber interessant gefunden. Ja, wäre vielleicht interessanter gewesen als das, was er draus gemacht hat. Hätte ich wahrscheinlich interessanter gefunden als das, was es jetzt ist. Ja. Aber so kam es mir vor, wie zum Beispiel auch, dass die ganzen Leute, die in Infinity War durch den Thanos-Snap gestorben sind, wo halt von vornherein klar ist, dass die alle wieder kommen, ne? Mhm. Und dadurch deren Tode in Anführungszeichen überhaupt keine Auswirkung haben. Und genauso hat halt die psychologische Behandlung in diesem Film überhaupt keine Auswirkung, weil mir schon völlig klar ist von den Filmen davor und allem, was in dem Film bisher passiert ist, dass das halt nicht ist, worauf es rausläuft. So, deswegen war das halt so völlige Zeitverschwendung. Ja, so hat sich das angefühlt. Aber es ist halt so ein großer Aspekt vom Film. So hat sich der ganze Film für mich angefühlt. Ja. Völlige Zeitverschwendung. Und halt der Film an sich hat sich für meinen Geschmack sehr durcheinander angefühlt und sehr inkohärent. Ja. Also das war halt so ein bisschen so ein merkwürdiges Mischmasch, der ganze Film. Was mir am Film am meisten gefallen hat, sind die Performances wahrscheinlich. Ja, wobei. Also ich liebe James McAvoy mit seinen Persönlichkeiten. Er geht halt so völlig over the top und ich liebe es. Hat mir auch in Split ja schon total gut gefallen. In diesem Film kriegt man noch viel mehr seiner Persönlichkeiten zu sehen. Ach, es ist noch mehr als in Split. Ich hätte gedacht, dass in Split mehr Fokus drauf liegt. Ja, aber halt, da kriegst du halt nur 5 zu sehen oder so insgesamt. Ah, ne? 5, 6. Verstehe. Und die aber dann halt richtig, ne? In dem Film macht er ja im Prinzip alle mal durch. So. Ja. Das ist halt so. Ich fand es unterhaltsam und cool, aber da denke ich mir, das ist so was, was halt Leute, die keine Ahnung vom Schauspielern haben, dann für. The epitome of acting halten. So. Das ist so wie die Leute, die damals gesagt haben, oh, Christian Bale, der nimmt so gut ab und dann nimmt er wieder zu und dann nimmt er so gut ab und deshalb ist es für mich der beste Schauspieler. Und ich denke, das hat nichts damit zu tun. So klar ist es ein interessanter, es hat schon was damit zu tun, aber es ist halt ein Aspekt. Es ist ein Aspekt und den nimmst du jetzt als quasi den Hauptgrund, warum es wird. Also das ist irgendwie so, Und ich reg mich gerade nur drüber auf, weil ich gerade gesehen habe, give James McAvoy every acting award of 2019, wo ich mir denke, nee. Das ist so, wie wenn du Nicolas Cage alle Acting Awards gibst.
für Mandy. Ja, genau, ja, ja. Und Nicolas Cage in Mandy ist gut, aber wahnsinnig er ist unterhaltsam, halt auch, aber halt nicht. Er ist halt auch over the top, aber ja, bewusst over the top. Und das ist James McAvoy hier auch. Und ja, ich habe sehr viel Spaß mit ihm. Ich fand ihn total gut. Er ist super in der Rolle. Ja. Da jetzt die Oscar-Glocken zu läuten, ist halt auch so ein bisschen Schwachsinn. Ja, total. Ja, aber er hat sichtlich Spaß damit und es macht Spaß, ihm dabei zuzuschauen. Es ist halt einer von den 10 Punkte IMDb-Randos, ne? Also, was willst du da noch sagen? Apropos IMDb, ne? 7,4 IMDb-User-Rating, 42 Meter Score. Was hätte man anders erwartet? Von einem M. Night Shyamalan-Film. Ja, ich habe aber auch von vielen Leuten gehört, auch Kritikern, für die der Film ganz gut funktioniert hat. Aber ich weiß nicht so wirklich, welchen Film die geschaut haben. Also ich meine, ich bin ja bei M. Night Shyamalan, ich mag den Kerl ja total gern, so als Person. Und ich weiß sehr zu schätzen, dass er wahnsinnig viel Leidenschaft für seine Filme hat. Er ist halt, finde ich, und er hat, finde ich, einige extrem gute Filme. Also ich fand Split, wie gesagt, sehr gut. Und The Visit davor auch schon. Das war so ein richtiges Comeback für ihn, fand ich. Und keine Ahnung, er leidet jetzt hier in Glass, finde ich, wieder ein bisschen sehr unter Sachen, die er davor schon immer mal gemacht hat. Er ist halt ein Filmemacher, der nicht subtil ist, der Subtilität nicht kann. Mhm. Und in diesem Film aber versucht, subtil zu sein, und es funktioniert halt nicht. Und deswegen dieser ganze Comics-Gelaber Kack und so weiter, was halt so, keine Ahnung, wo der Film dir halt so übers Hirn haut, was er dir sagen will. Und das sind die Filme, da finde ich, dafür ist er nicht gemacht. Deswegen finde ich, denke ich, bei Shyamalan immer, der Kerl, du sollst deine Filme nicht selber schreiben. Ja, total. Wollte ich vorhin auch schon. Du kannst was, aber du bist kein besonders guter Autor. Mhm. Sein Self-Insert war diesmal so, so lachhaft. Ja. Es war wirklich so. Und da merkt man das Writing so richtig, weißt du, weil das so. Ja, total. Das ist so eine tiefe Konversation in einem Laden mit dem Typ an der Kasse aus dem Nichts über irgendwie nichts. Wer lebt in so einer Welt außer ihm? Ja. Und Tommy Wiseau vielleicht. Ich sträub mich dagegen, M. Night Shyamalan in so eine Trash-Richtung zu schieben. Nee, aber vom Writing her auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Er ist halt nicht guter Autor. Und nicht als Regisseur, das sehe ich auch nicht. Als Regisseur hat er ordentlich was drauf, aber halt dieses komische Self-Insert, das ist immer so, was soll das? Ja, ich habe halt immer so das Gefühl, er sieht sich halt selber so als dieser Writer-Director. Ja, als Auteur. Und das sollte er halt nicht sein. Ja, ist er. Das sollte auch nicht jeder sein. Dafür gibt es unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Talenten. Und das ist bei ihm, finde ich, ganz krass. Mhm. Und ja, das meine ich auch mit der Subtilität. Bei diesem Self, bei seinem Cameo, was ja fast schon kein Cameo mehr ist, merkt man es halt total. Ne? Jeder andere Regisseur läuft im Hintergrund vorbei und dann ist es ein subtiler Cameo, wo man denkt, da war er. Und er schreibt sich halt quasi Dialog, der dann ja nur existiert, damit er selber in der Szene sein kann. Also damit er selber davon reden kann, dass sein Leben sich verbessert hat, seit er positiv denkt. So, genau. Das ist halt so, get it? Ich habe ein Comeback. Ja, get it? Ich gönn's dir total, aber mach's nicht wieder kaputt, Mann. Ja. Einen guten Gag hat sein Cameo-Auftritt. Ein Gag hat für mich funktioniert. Aber dabei hätte der enden sollen und dann geht die Szene halt weiter. Ach, M. Night. Ich finde es wirklich sehr schade, weil ich habe ihm sein Comeback wirklich gegönnt. Aber ich habe halt echt das Gefühl, die so High-Concept-Sachen sind nicht. Also wenn er drauf besteht, das Zeug selber zu schreiben, dann besinn dich bitte wieder auf simplere Sachen wie Split oder The Visit. Die haben wirklich gut funktioniert. Ja, also habe ich nicht gesehen, deshalb kann ich nicht Ja sagen, aber ich glaube dir einfach. Ja. Also da sind immer noch in diesen Filmen sind so ein bisschen seine etwas holprigen Dialoge manchmal drin, aber das ist dann okay. Das ist halt nicht der Hauptteil. Und hier, das ist halt so ein High-Concept-Ding und auf so einem großen Level, das funktioniert halt. Also ich habe das Gefühl, das ist nicht, wo seine Stärken liegen. Und glaubst du, dass er finanziell erfolgreich wird? Ja, ja, glaube ich schon. Dadurch, der hat irgendwie 30 Millionen gekostet oder so. 20. Oder 20, oh ja, das geht ja easy peasy, das macht er am ersten Wochenende wieder. Wahrscheinlich schon, ja. Also Split war ja ein gigantischer Erfolg. Und allein basierend auf Split müsste der eigentlich auch in diese Richtung was machen und dann ist es ein Erfolg. Wird nicht so erfolgreich sein wie die anderen, weil er halt mehr gekostet hat, aber. Ja, und weil er halt negativere Stimmen wahrscheinlich ist, zu Anfang gibt. Auch, ja. Wobei, wer hört schon auf Kritiker, ich weiß auch nicht. Ja, ich meine, es macht schon was aus. Aber am Ende, ich meine auch, ich gehe mir auch davon aus, dass das Publikum gespalten sein
gehört. Er wird ja auch nicht wirklich getrashed so. Also es ist... Es ist ja auch... Ich finde, der Film ist ja nicht furchtbar. Ja, ja, die sagen... Ich meine jetzt auch nicht wirklich uns, sondern halt so generell die Leute, die ich so lese. Er hat keine 10% Reviews oder so. Oder wahrscheinlich wahrscheinlich hat er die schon, aber halt nicht viele, sondern also, es ist alles so im Mittelfeld. Alles ist irgendwie so... Ja, alles ist so halt... Weil der Film hat ja auch... Also ich meine, wie gesagt, ich mag die Performances. Bruce Willis wirkt so, als würde er mal wieder ausnahmsweise sich ein bisschen bemühen für eine Rolle. Ja? Ja, also mehr als in manchen Momenten von ihm gesehen. In manchen Momenten vielleicht. In manchen Momenten, genau. Den Rest der Zeit ist er schon fast katatonisch. Ja, ja, und das macht er jetzt ja, was er sonst in seiner Karriere gerade allgemein macht. Ja. Nee, und dann gab es so den einen oder anderen Flashback, der mir sehr gut gefallen hat. So ein Backstory so. Und ich mag Sarah Paulson, ihre Rolle ist ein bisschen undankbar, aber sie macht das Beste draus. Das ist schon alles okay. Aber dann sind halt wieder so lauter so lächerliche Sachen. Und ich fand jetzt auch zum Beispiel, die Kämpfe waren nicht besonders geil gemacht. Bruce Willis hat halt so ein bisschen wie ein alter Mann gewirkt, der halt da, ja. Was er ja ist, aber es wirkt halt dann auch nicht besonders geil. Und ich fand sein Outfit in Unbreakable schon scheiße und irgendwie lächerlich, dieser Regenmantel. Ja. Und hab nicht verstanden, warum sie das weitergeführt haben, ehrlich gesagt. Ja, halt als Antithese zum klassischen Superhelden in seinem Cape. Ja, total. Es ist ein Cape, aber kein Cape. Und seine Schwäche ist, er hat Angst vor Wasser, Regen, ne? Get it? Ich fand's sehr enttäuschend. Fand ich sehr schade, weil ich hätte M. Night wirklich gegönnt. Ich mag ihn. Nee, ist schon okay. Ich habe davon gehört. Ich wusste ja gar nicht. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Split ist voll an mir vorbeigegangen. Überhaupt dieses ganze M. Night Shyamalan Comeback ist so an mir vorbeigegangen. Deshalb, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Mann. Nächstes Mal wieder, ne? Mal schauen. Vielleicht mag ich ihn ja nächstes Mal. Ich muss mir, glaube ich, Split ansehen, damit ich mir wirklich... Schau dir mal The Visit und Split an. Das sind so, das sind die zwei Filme aus den letzten Jahren, wo jeder und ich eben auch so gesagt habe, er schafft es mal, sich aus dem Sumpf zu ziehen. Und Glass ist halt kein so ein Desaster wie seine Filme davor, deswegen... Ja, das wird wahrscheinlich noch weitergehen. Vielleicht lässt er ja das nächste Mal jemanden für sich schreiben. Ja, das ist, glaube ich, das würde so viele Probleme seiner Filme lösen. Ja, wahrscheinlich würde er es niemals tun, weil er hat irgendwie alles selber geschrieben. Ja, das ist halt, ich glaube, er hat so dieses Bild von sich und naja, wie auch immer. Writer, Producer, Director. Director. Ja. Ach, M. Night. Ach, M. Night, dein eigener größter Feind. So nämlich. Das ist auch ein guter Schlusssatz zu diesem Film. Das ist sein eigener größter Feind. Oh, das gefällt mir. Das fasst eigentlich auch alles ganz gut zusammen, was diesen Film ausmacht, was seine Rollen ausmacht. Eigentlich alles in diesem Film wird zusammengefasst mit dem Satz, sein eigener größter Feind. Das ist nicht mal ein Satz, das ist einfach nur ein Assessment, so ein ja. Ich würde den nicht empfehlen, ihn so anzusehen wie ich, ohne die ersten zwei Teile. Na gut, das sowieso nicht. Ja. Und wenn man dann, wenn man die ersten zwei gesehen hat und Bock hat eben oder will, die Trilogie vollendet zu sehen, dann schaut ihn euch an. Und mich würde dann wirklich interessieren, ob er für euch funktioniert, weil ich glaube, es ist halt echt so einer, wenn man über diese Entscheidungen, die der Film macht, wenn die für einen funktionieren. Und es hängt vielleicht auch stark davon ab, wie man allgemein zu so Comics und Comic-Verfilmungen steht, weil ich bin, keine Ahnung, dieses Self-Referential und so weiter, das die immer haben, geht mir schon da auf die Nerven und da war es halt dann noch extremer. Vielleicht funktioniert es dann für einen besser, wenn man das eh schon mag. Aber wie auch immer, ich laber. Lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet. Interessiert mich. Mich nicht. Gut. Mich interessiert der Film nicht mehr so. Ich meine, das war's jetzt. Ich habe drüber geredet und ich meine, mich interessiert immer, wenn ihr gegensätzliche Meinungen zu meiner habt, damit ich mich drüber aufregen kann, aber dieser Film, ich will ihn jetzt einfach vergessen und gut. Dann tun wir das und ich glaube, jetzt kommt noch ein Review von mir zu Mary Queen of Scots und dann war es auch das mit den Reviews diese Woche. Leider. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Wie muss es sich anfühlen? Über alles zu herrschen, was man sieht. Ich bin bloß die Dienerin. Seid ihr bereit, ein Diener zu sein? Eigentlich soll der Mann fragen, oder? Dann frag. Vor Gott, vor ganz Schottland und vor aller Welt. Ja. Du wirst meine Königin? Ja.
Und ich dein König? Ja. Und dein Gebieter? Mein Gemahl. Hallöchen und ich bin's nochmal, der Johannes hier mit dem letzten Review diese Woche für euch in diesem Review-Blog. Ich bin alleine und bin hier, um euch was über Mary, Queen of Scots zu erzählen. Aber zuallererst kurz, weil jetzt schon mehrere Leute gefragt haben, danke übrigens an alle, die uns ihre Top-10-Listen des Jahres auf Facebook und Twitter und so geschickt haben. Das war sehr interessant zu sehen und da das jetzt schon mehrmals aufkam, ich habe inzwischen endlich mal Wind River gesehen. Ein Film, der bei vielen Leuten auf der Top 10 des Jahres gelandet ist und den ich bekanntermaßen verpasst hatte letztes Jahr. Den hatte Colin nur reviewed, fand ihn nicht so gut. Ich habe ihn jetzt endlich gesehen und fuck, war der Film geil. Ja. Jetzt bereue ich es nur noch mehr, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Extrem geiler Film. Das Ende ist Wahnsinn. Wollte ich nur erwähnt haben, weil ich es versprochen habe. Jetzt aber zu Mary, Queen of Scots. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der auf Deutsch einen anderen Titel hat. Ich habe es gerade gesehen. Mary Stuart, Königin von Schottland. Auch nicht gerade viel spannender. Anyway, der Film ist unter der Regie von Josie Rourke und es ist ihr erster Film als Regisseurin. Wow, das ist mir gerade erst aufgefallen. Krass, krass Regiedebüt. Nicht schlecht. Die hat da, glaube ich, vorher viel Theater gemacht. Theaterregie und sowas. Und es spielen in dem Fall mit Saoirse Ronan als Mary, Königin von Schottland, Margot Robbie als Elizabeth die Erste, Tom Paddy, Jack Lowden und einige mehr. Und der Film handelt, wie offensichtlich sein dürfte, von Mary Stuart, der Königin von Schottland, die Cousine von Elizabeth I., der Königin von England war und katholisch und Elizabeth I. war ja die Königin, die quasi so einen Krieg gegen Katholizismus geführt hat und Mary hatte dann, je nachdem, wie man fragt, mehr Anspruch auf den Thron oder zumindest einen Anspruch auf den Thron und das war so eine Konkurrenz, also in eine Zeit voller Intrigen und voller Intrigen und dem Versuch, den Thron an sich zu reißen oder die Widersacherin aus dem Weg zu räumen sozusagen. Eher die Widersacherin aus dem Weg zu räumen aus Sicht von Elizabeth. Ja, interessanter Film. Ich kannte mich in der Thematik jetzt so ein bisschen aus, nicht so viel und muss sagen, mir hat der Film sehr gut gefallen. Was an dem Film definitiv der beste Teil ist, sind die zwei Performances von Saoirse Ronan und Margot Robbie, die beide extrem gut sind in dem Film. Margot Robbie wird im Trailer so ein bisschen verkauft, als wäre das wären es einfach die zwei Hauptdarsteller. Margot Robbie ist mehr eine Nebendarstellerin, sie ist jetzt nicht so krass viel in dem Film wie Saoirse Ronans Mary. Aber das ist auch okay, sie ist genug drin und die beiden haben eine Szene zusammen und die ist ziemlich gut. Und Margot Robbie allgemein. Margot Robbie ist eine fantastische Schauspielerin und auch in dem Film macht sie einfach sehr viel Spaß. Und Saoirse Ronan scheint in einer sehr coolen Rolle für sie, sehr komplex und hat mehrere Höhen und Tiefen in ihrer Geschichte, als mir bekannt war. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie nah an der wahren Geschichte der Film ist, aber das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Sondern es geht auch ganz viel nämlich darum, um Mary, die quasi die Krone von Schottland an sich nimmt und dann auch innerhalb ihrer eigenen Untertanen und ihres eigenen Hofes mit Leuten zu kämpfen hat, die nicht glauben, dass sie die Richtige ist oder dass allgemeine Frau auf dem Thron sein sollte, was auch so eine Sache ist. Und auch ganz, ganz viel intern zu kämpfen hat, ganz und dann ganz abgesehen natürlich davon, dass sie einen Anspruch auf den englischen Thron hätte. Und das war so der Teil, der für mich sehr interessant war. Das hat viele Wendungen, die ich jetzt nicht kommen habe sehen und mit denen ich nicht gerechnet habe, einfach weil für mich war so klar, der Film ist Mary und die Konkurrenz, der Konkurrenzkampf und Krieg zwischen Mary und Elizabeth. Aber ganz viel von dem Film war auch, womit Mary zu kämpfen hat in ihrem eigenen Land, unter ihren eigenen Leuten und was sie auch zu ertragen hat dahingehend. Da möchte ich gar nicht so viel verraten. Gibt eine sehr interessante Storyline oder einen sehr interessanten Part, weil sie eben heiratet, ist eher eine politische Heirat, weil sie eben unbedingt einen Erben zur Welt bringen will, was ja das Ding ist, was Elizabeth nie
bekanntermaßen nie getan hat, war kinderlos. Und das würde ihren Anspruch auf den Thron quasi noch festigen, wenn sie einen Erben zur Welt bringen könnte und so weiter. Das war auch ein sehr interessanter Aspekt. Vor allem der Charakter, den sie heiratet, ist auch sehr komplex. Und die Beziehung zwischen den beiden ist ziemlich fucked up und irgendwie auch sehr interessant. Also das ist alles ziemlich cool. Liegt vielleicht auch dran, dass das Drehbuch von Bo Willimon geschrieben ist, dem Typ, der House of Cards mit begründet hat und kreiert hat. Und der ganze politische Intrigen-Aspekt dieses Films funktioniert deswegen, finde ich, ziemlich gut. Es ist aber jetzt auch nicht der geilste Film des Jahres und so weiter. Es ist ein unterhaltsames Kostümdrama. Ich fand, der Film war in Teilen nicht ganz so leicht zu verfolgen. Also eine der Storylines oder Plotpunkte fand ich jetzt schwer, dann nachzuvollziehen, welcher Charakter war jetzt nochmal was und wie steht der Charakter zu dem Charakter und mit wem haben wir es jetzt hier zu tun und wer intrigiert jetzt gegen wen. Da habe ich mich dann aber so ein bisschen einfach mitziehen lassen und das hat dann schon ganz gut funktioniert. Hätte ich mir aber auch gerne noch ein bisschen klarer gewünscht und der Film rutscht auch gerne mal so ein bisschen in die überdramatisierte Richtung, weswegen der Film jetzt emotional für mich jetzt nicht solche Höhepunkte hatte, dass ich jetzt sagen würde, okay, der Film hat mich jetzt mega mitgerissen. Aber es war ein interessantes Intrigenspiel und ein interessantes Kostümdrama, dem man jetzt sein wahrscheinlich etwas niedrigeres Budget nur, fand ich, als einmal angemerkt hat in der Szene, wo es mehr in eine Schlachtrichtung geht, in Kriegsgeschehen, was jetzt nicht so überzeugend dann aussah. Deswegen, ja, es ist ein guter Film. Ich kann ihn empfehlen, gerade wenn man sich für Historiendramen und so weiter interessiert, dann kann man, glaube ich, damit jetzt nicht viel falsch machen. Man sollte jetzt auch nicht den geilsten Historienfilm aller Zeiten erwarten, aber ansonsten ein gutes Historiendrama mit zwei ziemlich, ziemlich großartigen Schauspielerinnen in den Titelrollen. Das ist, womit dieser Film auf jeden Fall scheint. Yo, so viel meine Meinung zu Mary Queen of Scots. Lasst mich wissen, wie ihr den Film fandet, wenn ihr ihn gesehen habt. Facebook und Twitter, ihr wisst Bescheid. Und dann war es auch für die Reviews diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört dann natürlich beim nächsten Mal wieder rein und lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Da, wo ihr uns hört, wäre es schön, wenn ihr uns mal ein Like, ein Follow und so weiter da lasst, ein Review, am besten 5 Sterne. Und empfiehlt uns natürlich weiter. Das hilft uns, mehr Leute zu erreichen. Das wäre fantastisch. Und dann hören wir uns wieder, nächste Woche. Bis dann.